Topfgucker TV empfiehlt. Ich bin Dr. Ali Youssef und wir sind jetzt im Restaurant Ali Baba. Ich will für Sie heute ein Gericht kochen, ein arabisches Gericht, besteht aus Reis, Auberginen und Hähnchen. Und dazu mache ich noch einen Joghurt-Gurkensalat. So, wir haben hier Knoblauch, dann haben wir Salz, dann haben wir eine orientalische Gewürze, das sind eine Mischung von 7 Gewürzen zusammen. Dann haben wir Pflanzenöl, dann haben wir Margarine oder Butter, dann haben wir Hähnchenbrustfilet, Reis oder gekochte Hähnchen, Naturjoghurt, haben wir Pfefferminze, Gurken und Auberginen. So, jetzt fangen wir an. Wir nehmen die Auberginen, schneiden wir in Scheiben. Und wir haben hier in einem Topf erhitzten Öl, das ist ein Pflanzenöl. Und wir würden die goldbraun frittieren. Und das dauert ungefähr ein paar Minuten. So, jetzt sehen wir, das sind die Auberginen, die sind schon fertig. Jetzt können wir Hähnchenbrustfilet benutzen oder gekochte Hähnchen. Ist am besten, wenn jemand gekochte Hähnchen benutzt, weil wir können die Hähnchenbrühe benutzen. Wir können jetzt auch mit dem Hähnchenbrustfilet, wir schneiden die geschnitzelt. So. Oder wir zerlegen die Hähnchen. Wir können die in dieselbe Öl auch anbraten. So, wir frittieren die auch, bis die goldbraun sind. Das können wir selber Topf benutzen oder einen neuen Topf nehmen. Nehmen wir Margarine. So, in derselben Zeit können wir noch Reis waschen. Der Reis haben wir schon ungefähr, waschen wir 20 Minuten mit Wasser und jetzt waschen wir. Und wir waschen den Reis, damit das nicht klebt. So, wir warten, bis die Margarine fertig ist. Dann machen wir eine Schicht Reis, eine Schicht Hähnchen, eine Schicht Auberginen. Und das wiederholen wir zweimal. Eine Schicht Reis. Nochmal. Reis. Dann die Hähnchen, Rest hinten, die Hähnchen. Und die Auberginen. So, und dann kommt der Fuß. Dann haben wir Salz. Und diese 7 Gewürze, das ist eine Mischung. So ungefähr 2 Teelöffel. Und wir haben vorher ein Hähnchen gekocht und wir benutzen die Hähnchenbrühe, weil hier gibt es den Geschmack von dem Hähnchen. Wir machen so viel, bis der ganze Reis zugedeckt ist. Und wir decken das zu, drehen wir die Temperaturen runter und lassen ungefähr eine Viertelstunde kochen. Und in der Zeit machen wir die Joghurtgurkensalat. Wenn das Essen fertig ist, es dauert noch ein bisschen 2-3 Minuten, wenn der fertig ist, dann drehen wir um. Und deshalb heißt auf Arabisch Ma'lube, das bedeutet umdrehen.
So, jetzt nehmen wir den Teller. Legen wir zu. Und drehen wir um. So. Und hier ist am besten, wenn jemand noch geröstete Mandeln. Und Pinienkerne. Und guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.